Guten Abend, willkommen zu Faszination Astronomie. Mein Name ist Wolfgang Brandner, ich bin Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg und will heute etwas über adaptive Optik erzählen, wie wir in der Astronomie das Licht modellieren oder auch modulieren. Und das Ziel ist unter anderem, Exoplaneten abzubilden und schwarze Löcher zu untersuchen. Und wenn Sie sich für Astronomie interessieren, haben Sie sicher schon viel über adaptive Optik, ja vor allem in den letzten Jahren, gehört und gerade zu diesen Themen Exoplaneten und schwarze Löcher. Adaptive Optik wird in der Astronomie schon seit ungefähr 30 Jahren verwendet und ist heute wirklich integraler Bestandteil aller modernen Großteleskope. Und warum das der Fall ist, was wir da machen, das werde ich in den folgenden Folien in der nächsten halben Stunde versuchen, ein bisschen zu erklären. Wenn wir heute mit Astronomie beobachten, in der Astronomie haben wir im Prinzip erdgebundene Teleskope zur Verfügung und Weltraumteleskope. Ich zeige hier nur ein paar Teleskope stellvertretend für die bodengebundenen, erdgebundenen Teleskope. Das sind alles Teleskope, die ich und meine Kollegen hier am MPA in Heidelberg häufig verwenden. Das ist zum einen mal das Very Large Teleskop der ESO auf dem Paranal in Chile, das Large Binocular Teleskop in Arizona in den USA und dann das Atacama Large Millimeter Array, ein interferometrisches Teleskop, das auch in der Atacama-Wüste steht in Chile auf einem Hochplateau in 5000 Meter Höhe. Weltraumteleskope gibt es eine Vielzahl von Teleskopen. Eins der größten vom Spiegeldurchmesser her war das Herschel Space Observatory, ein Hauptspiegel von 3,5 Meter Durchmesser. Allerdings war das gekühlt und irgendwann ist das Kühlmaterial ausgelaufen, das heißt nicht mehr in Betrieb. Zwei Veteranen, die schon seit 21 bzw. 31 Jahren in der Umlaufbahn sind, sind zum einen das Röntgenteleskop XMM Newton und natürlich das sicher bekannteste Weltraumteleskop, das Hubble Space Teleskop. Jetzt können wir mal überlegen, was sind die Vorteile von bodengebundenen Teleskopen und von Weltraumteleskopen und was sind die Nachteile? Vom Boden haben wir den großen Vorteil, wir können einfach größere Teleskope bauen und wir können diese großen Teleskope auch zu Interferometern zusammenschalten, wie bei den drei Beispielen, die ich hier zeige. Die Teleskope liegen zwar meistens auf entlegenen Plätzen in der Wüste, auf Bergen, trotzdem sind sie viel leichter natürlich erreichbar als Teleskope im Weltraum und somit ist es auch leichter möglich, sie zu modernisieren. Vorteil von Teleskopen im Weltall sind zum einen, dass wir Bereiche des elektromagnetischen Spektrums beobachten können, der sonst von der Erdatmosphäre abgeschirmt wird, geschluckt wird, also das Röntgenlicht, das extreme Ultraviolett und zum Beispiel das ferne Infrarote. Wir können vom Weltraum auch lange Beobachtungssequenzen machen. Wir können im Prinzip Tage oder Wochen lang das gleiche Feld im Himmel anschauen, ohne Unterbrechung. Und wir haben stabile Beobachtungsbedingungen. Und genau das ist auch einer der Nachteile von Beobachtung vom Boden her. Wir haben sehr variable Beobachtungsbedingungen und wir haben natürlich den Tag-Nacht-Zyklus. Nachteile von Weltraumteleskopen, einen habe ich schon erwähnt, sie sind schwer erreichbar, was natürlich die Wartung sehr schwierig oder unmöglich macht. Ein anderer wichtiger Nachteil sind natürlich die Kosten. Weltraumteleskope, wenn man die mit erdgebundenen Teleskopen vergleicht, sind Durchschnitt so 10 bis 40 Mal teurer als erdgebundene Teleskope der gleichen Größe. Das heißt, wann immer möglich, versuchen wir wirklich Beobachtungen vom Boden aus zu machen. Schauen wir uns mal ein Beispiel nur an, was so Weltraumteleskop gegen bodengebundenes Teleskop ausmacht. Und da schauen wir uns den größten Planeten in unserem Sonnensystem an, Jupiter. Und hier ist eine Aufnahme, die wurde letztes Jahr mit dem Hubble Weltraumteleskop veröffentlicht. Sehen also Jupiter wirklich in seiner vollen Pracht, sehen in der Mitte, ein bisschen unter dem Äquator, den großen roten Fleck, ein riesiges Sturmsystem, viel größer als unsere Erde vom Durchmesser und ein Sturmsystem, das Jupiter schon einige hundert Jahre hat. Sie sehen auch sehr schön diese Bandstruktur, das sind Windbänder auf Jupiter, wo eben Winde praktisch durch die Atmosphäre wehen. Sie sehen auch, dass diese Windbänder verwirbelt sind, dass da also weitere Turbulenzen gibt, Sturmzellen. Also Sie können da wirklich sehr viele Details erkennen. Sie sehen auch schön diese verschiedenen Farben. Das
spiegelt die unterschiedliche chemische Zusammensetzung von verschiedenen Bereichen der Jupiter-Atmosphäre mit. Das heißt, Sie können dazu wirklich auch schon ja, die Chemie von Jupiter auch mit ein bisschen untersuchen. Jetzt stellen wir das mal gegen einen bodengebundenen Beobachtung gegenüber. Das ist jetzt eine Amateuraufnahme, aber bei sehr guten Bedingungen. Und ja, Sie sehen im Prinzip ja, ein Bild, es zeigt auch diese Streifenstruktur. Das heißt, Sie können diese Windbände erkennen. Sie können auch über dem Äquator erkennen, dass dieses Band ein bisschen breiter ist, was Sie auch bei dem Bild vom Hubble-Weltraumteleskop sehen. Aber es fällt natürlich einiges auf. Zum einen, ja, wabert, wackelt das Bild hin und her. Es hat auch nicht diese Schärfe, die wirklich ein Weltraumbild hat. Es wirkt also wirklich verwaschen. Und das ist jetzt, wie gesagt, wirklich ein Bild mit guten Beobachtungsbedingungen. Und wenn Sie das jetzt mit einem größeren Teleskop vom Boden aus machen und auch länger integrieren, wird das Bild nicht unbedingt besser. Also das ist wirklich eins der Probleme, die wir haben, vom Boden aus zu beobachten. Und jetzt schauen wir uns mal an, woran das denn liegt. Ja, was ist die Ursache für dieses, was ich jetzt hier Bildverwaschung nenne? Das Licht, das wir normalerweise als Astronomen beobachten, wenn das Objekte im Sonnensystem sind, sind es häufig Objekte wie Planeten, ja, die einige hundert Millionen Kilometer von uns entfernt sind. Und wenn wir ins äußere Sonnensystem gehen, zu Jupiter, zu Pluto oder zum Kuiperbelt, dann sind es sogar viele Milliarden Kilometer. Und natürlich ja, Sterne außerhalb von unserem Sonnensystem, die sind weit weg. Da messen wir die Entfernung in Lichtjahren. Die nächsten Sterne sind so 3 Lichtjahre entfernt von uns. Alpha Centauri-System, wenn wir Objekte in der Milchstraße beobachten, geht es bis einige 10 Millionen Lichtjahre. Unsere nächsten Begleitgalaxien, die sind so ja 100, 200.000 Lichtjahre entfernt. Wenn wir dann die Andromeda-Galaxie anschauen, da geht es dann schon in die Millionen von Lichtjahren. Und wenn wir dann ins frühe Universum schauen, dann sind es leicht viele Milliarden Lichtjahre. Das Licht kann sich relativ ungestört im Weltall, im Vakuum ausbreiten und kommt jetzt zu uns auf der Erde und dann auf den ja, letzten 100 Kilometern, bevor es eben dann wirklich bei uns am Teleskop landet, das irgendwo auf dem Berg steht, trifft es auf die Erdatmosphäre. Und das kann man jetzt hier sehr schön auf diesem Bild sehen, diese Aufnahme von der ISS über Südafrika. Da kann man sehr schön dieses dünne Band sehen, unsere Atmosphäre, was wirklich nur so ja, ungefähr 100 Kilometer dick ist, was unseren ganzen Erdball natürlich umgibt und unsere ganze Biosphäre. Und das Licht muss jetzt wirklich ja eben nach dieser sehr langen Reise dann eben noch diese 100 Kilometer überwinden, bevor es das Teleskop erreicht. Und da passiert einiges mit dem Licht. Und das habe ich jetzt mal versucht hier zu skizzieren. So im Hintergrund sehen Sie jetzt das Bild, das Sie gerade gesehen haben, nur ja in der Originalauflösung. Ich habe oben links jetzt einen Stern eingezeichnet, das ist dieses gelbe Sternzeichen und der strahlt natürlich Licht in alle Richtungen ab. Und das habe ich hier mal versucht, so als ja eine Wellenfront, eine Kugelwelle anzuzeigen. Weil der Stern sehr weit von uns weg ist, ist das Licht, wenn es uns erreicht, ist es was, was wir fast so ja, sagen können, ist eine ebene Wellenfront, ist praktisch fast nicht mehr gekrümmt. Wie gesagt, die Entfernungen zu Sternen sind so groß und unser Teleskop ist ja auch relativ klein, selbst wenn wir ein Teleskop nehmen, das 8 Meter Durchmesser hat. Es kommt also diese ebene Wellenfront an, die trifft dann auf die Atmosphäre. Und da passiert jetzt einiges mit dem Licht. Zum einen, wenn das Licht aus dem Vakuum auf Luft trifft, da wird es erstmal gebrochen. Das heißt, die Richtung ändert sich. Das habe ich jetzt hier ja, angedeutet, dass sich diese parallelen Striche die Orientierung leicht ändert. Und das sehen Sie auch auf der rechten Seite, das ist so ein kleiner Film, der das zeigt. Oben wird so praktisch die Lichtausbreitung, die Wellen des Lichts im Vakuum. Und dann in der Mitte ist eben diese Grenzschicht, wo es dann eben auf die Atmosphäre trifft und wo sich die Richtung dann ändert. Und dieses Phänomen, das kennen Sie auch sehr gut. Das können Sie zurzeit zum Beispiel beobachten, wenn Sie ins Schwimmbad gehen. Da ist der Übergang auch vom Licht von einem Medium in ein anderes. Es ist nicht vom Vakuum zu Luft, aber es ist der Übergang von Luft nach Wasser. Und wir kennzeichnen das durch, in der Physik durch eine Größe, die nennen wir den Brechungsindex. Und ich habe die Zahlen mal hier links angegeben. Im Vakuum, das definieren wir einfach, der Brechungsindex ist 1. Da passiert nichts mit dem Licht. In der Luft ist es nicht ganz 1, aber es ist sehr, sehr nah an 1. Es ist 1,0003. Bei Wasser ist es schon deutlich größer, 1,333. Das heißt also, der Übergang von Licht von Luft nach Wasser,
da ist die Brechung viel größer. Und das sehen Sie jetzt hier, wenn Sie jetzt einfach dieses Treppengeländer mal anschauen, wo es da ins Wasser eintaucht, da scheinbar ist es da geknickt. Und wenn wir jetzt einfach mal so eine Linie ziehen von diesem ja, unter Wasser liegenden Treppengeländer und es nach draußen extrapolieren, dann treffen wir natürlich nicht auf den Ursprung des Treppengeländers, sondern verschätzen uns da. Das heißt, durch die Brechung wird so die scheinbare Richtung, aus der das Licht kommt, wird geändert. Das ist also das eine, was wir haben. Licht, das in die Atmosphäre kommt, wird gebrochen. In der Zwischenzeit haben alle modernen Teleskope das eingebaut und in der Abhängigkeit, wo wir jetzt hinschauen, ob wir in Zenit schauen oder nah am Horizont, wird dafür korrigiert. Das ist also kein Problem. Was aber ein Problem ist, ist, dass der Brechungsindex der Luft nicht konstant ist. Und es liegt daran, dass Luft ja Hoch-Tiefdruckgebiete hat, hat Turbulenz, hat kalte und warme Turbulenzzellen und die haben unterschiedliche Dichte. Und damit ändert sich auch der Brechungsindex. Das heißt jetzt, Licht, das von uns zum fernen Stern kommt und das wir mit dem Teleskop auffangen, das kommt ja, weil das Teleskop, sagen wir mal, 8 Meter Durchmesser hat, auf leicht unterschiedlichen Wegen ein Lichtstrahl, der auf dem rechten oder linken Rand des Teleskops trifft, durch die Atmosphäre. Und damit wird diese Wellenfront sozusagen verbogen und gebrochen. Das habe ich hier ein bisschen ja, versucht zu kennzeichnen durch diese kleinen, kurzen, gelben Striche, die so gegeneinander ein bisschen verkippt sind. Und wenn wir jetzt ein Bild aufnehmen, dann scheint es so, als ob das Licht aus unterschiedlichen Richtungen auf das Teleskop kommt. Das ist alles Licht von dem gleichen Stern, aber dadurch, dass es in der Atmosphäre unterschiedlich gebrochen wird, kriegen wir nicht ein Bild vom Stern, sondern viele Bilder. Und das sehen Sie jetzt unten rechts. Das ist eine ganz kurz belichtete Aufnahme eines Sterns. Und da sehen Sie, dass da nicht ein Bild von dem Stern entsteht, sondern ja hunderte von Bildern. Aber es ist alles wirklich das Bild von dem einzelnen Stern. Was uns noch erschwerend hinzukommt, dass wir jetzt nicht einfach ja, uns dieses Bild anschauen können und überlegen, was da passiert, sondern wenn wir da einen Film aufnehmen, sehr kurze Aufnahmen, die teilweise nur hundertstel Sekunde oder so sind, dann schaut es so aus. Wir sehen also, dass sich dieses Muster, was wir da sehen, ständig ändert und herumzappelt und sich total schnell ändert. Und das ist eben, was ja wirklich uns die Atmosphäre auf Zeitskalen ja von einigen Hundertstel bis einigen Tausendstel Sekunden mit dem Licht macht. Und das ist jetzt, wo die adaptive Optik einsetzt, wo wir versuchen, eben herauszufinden, was da passiert und dann das zu kompensieren. Und zwar, wir versuchen das in Echtzeit zu kompensieren. Das heißt, während wir die Aufnahme belichten von dem Objekt, wo wir beobachten, messen wir, was mit dem Licht passiert und versuchen das zu kompensieren. Schauen wir uns mal so ein System zur adaptiven Optik an. Das hat 3 Hauptkomponenten. Es hat zum einen einen Wellenfrontsensor. Der Wellenfrontsensor ist dazu da, um zu messen, wie das Licht wirklich optisch verzerrt ist, wie diese Wellenfront verbogen ist. Dann brauchen wir einen Echtzeitcomputer, der muss einmal aus dieser Aufnahme berechnen, was ist das jetzt für eine Verzerrung, muss dann eine Korrektur ausrechnen, muss die idealerweise innerhalb von einer Tausendstel Sekunde anwenden. Und dann brauchen wir natürlich ein optisches Element, mit dem wir diese Korrektur anwenden können. Und dafür verwenden wir einen verformbaren Spiegel. Und da zu diesen 3 Komponenten werde ich dann gleich noch mal ein bisschen mehr erzählen. In der groben Übersicht schaut es so aus. Da sehen Sie jetzt oben unser astronomisches Objekt. In dem Fall ist es Saturn. Und Sie sehen da so 2 kleine Lichtpunkte. Das sind 2 der Monde von Saturn. Und das Licht von Saturn, das trifft auf die Erdatmosphäre. Und da sehen Sie dann hier so verbogene Wellen. Das ist eben wiederum unsere gestörte Wellenfront. Und jetzt auf der linken Seite von dem Bild sehen Sie das System zur adaptiven Optik. Und wenn Sie da ganz nach unten gehen, da haben Sie den Wellenfrontsensor und da steht Scheck-Hartmann-Wellenfrontsensor. Und was dieser Wellenfrontsensor macht, ist jetzt, dass er nicht ein Bild von, in dem Fall, einem der Saturnmonde Rhea aufnimmt, sondern dass er ganz viele Bilder aufnimmt. Er tut sozusagen unser eines großes Teleskop in viele kleine Einzelteleskope aufteilen und schaut sich an, was mit dem Bild von Rhea, von diesem Mond, in jedem Einzelteleskop passiert. Was man da sieht, ist, dass diese Einzelbilder sich hin und her bewegen. Diese Information geht dann in den Echtzeitcomputer. Der versucht daraus eben ja, die Verzerrung von dem Licht zu messen, eine Korrektur zu berechnen und gibt das Signal dann an den verformbaren Spiegel. Und den sehen Sie da hier. Der ist jetzt schon verformt und versucht eben dann, was da einfällt, die Wellenfront zu korrigieren.
Und dann in der Mitte von dem Bild, da haben Sie so einen Strahlteiler. Das ist ein weiterer Trick, den wir oft in der adaptiven Optik anwenden, dass wir einen Teil vom Licht, häufig das kurzwelligere optische Licht, nehmen, um die adaptive Optik zu speisen, Wellen von Sensor, und das langwellige Licht, häufig das infrarote Licht, verwenden, um dann mit unserem wissenschaftlichen Instrument Aufnahmen zu machen. Und es passiert auch hier. Und Sie sehen, wenn das Licht korrigiert ist und dann durch diesen Strahlteiler das langwellige Licht durchgeht, dann können Sie das mit der hochauflösenden Kamera beobachten und hier in dem Beispiel dann eine sehr scharfe Aufnahme von Saturn und den Saturnringen und den Teilungen in Saturnringen erreichen. Gut, schauen wir uns die Komponenten nochmal im Detail an. Der Wellenfrontsensor, der besteht aus vielen kleinen Linsen. Wie gesagt, das Ziel ist, unser großes Teleskop in viele Einzelteleskope aufzuteilen. Und dann nimmt man so eine Matrix aus Linsen, die nennt man Mikrolinsen. Die haben Größe von ja maximal so Millimeterbereich, teilweise sind die sogar kleiner als ein Millimeter. Man hat da ganz viele Linsen. Und in dem Beispiel hier sind sie jetzt von rechts, kommt das Licht rein, das sind diese weißen Strahlen. Das blaue Rechteck-Gitternetz, das zeigt die Wellenfront, die ist in dem Fall noch sehr gerade, ungestört. Und dann trifft das Licht auf die Linsen und ganz links sehen Sie unseren Detektor, unsere Kamera, also zum Beispiel einen CCD-Detektor. Und Sie sehen da einen weißen Punkt. Das ist praktisch, wo das Licht hintreffen soll, wenn die Wellenfront in Ordnung ist. Das machen wir zur Eichung und das nehmen wir dann als Referenz. Und jetzt zeige ich wieder eine kurze Animation, die dann zeigt einmal die Eichung, was dann passiert, wenn die Wellenfront sich verändert, wenn wir zum Beispiel astronomisches Objekt durch die Atmosphäre beobachten. Das sind jetzt hier noch die Eichung. Und jetzt sehen Sie, wie sich die Wellenfront ändert und diese roten Lichtstrahlen, das ist jetzt das Licht, das durch die Atmosphäre dringt, was wir dann wirklich beobachten. Sie sehen jetzt links auf dem Detektor, dass diese Lichtpunkte, diese roten Lichtpunkte, rot-orangen Lichtpunkte von den weißen Lichtpunkten abweichen. Und das erlaubt uns jetzt zu messen oder zu rekonstruieren, wie die Wellenfront verbogen ist. Wie machen wir das, diese Verbiegung der Wellenfront zu rekonstruieren? Häufig verwenden wir dafür etwas, das nennt sich zernige Polynome. Das klingt jetzt mathematisch, ist aber eigentlich ganz einfach. Das sind verschiedene Polynome und die entsprechen optischen Bildfehlern, wie Sie das teilweise auch aus dem Alltag kennen. Wenn Sie in die zweite Reihe schauen, das sind Fehler für Verkippung, für eine Bildverschiebung. Und zwar ist auf der linken Seite, wenn das Bild sozusagen von unten nach oben ein bisschen verschoben ist. Und da können Sie einfach den Spiegel ein bisschen dann kippen, um die horizontale Achse, und dann können Sie das Bild wieder sozusagen an die Stelle kriegen, wo Sie es haben wollen. Und auf der rechten Seite sehen Sie das Gleiche, nur eben um 90 Grad gedreht, wenn das Bild also von links nach rechts verschoben ist. Und Sie können sich vorstellen, blau zeigt an, wo Sie auf den Spiegel drücken müssen und rot, wo Sie ziehen müssen. In der dritten Reihe gibt es dann die nächste Folge von optischen Verzerrungen. In der Mitte sehen Sie Fokus, also wenn das Bild nicht fokussiert ist. Das müssen Sie ja zum Beispiel auch mit einem Foto machen, wenn Sie Aufnahmen machen mit einer Kamera oder wenn Sie durch ein Fernglas schauen oder durch ein Teleskop. Sie müssen fokussieren. Und die Erdatmosphäre kann das Bild eben auch defokussieren. Und dann, da gibt es dann nebendran rechts und links noch Astigmatismus. Das kennen Sie vielleicht auch, wenn Sie mal beim Optiker sind und sich Ihr Auge untersuchen lassen und eine Brille verschreiben lassen. Da wird häufig auch noch nach Astigmatismus geschaut und gegebenenfalls korrigiert. Und das ist, wenn das Bild so länglich verzogen wird. Und dann gibt es noch weitere optische Aberrationen, die hier gezeigt sind. Was wir jetzt machen, wir haben hier diese Bausteine von verschiedenen Aberrationen und wir versuchen einfach, was wir beobachten als Aberration, mit einem Wellenfrontsensor aus diesen Bausteinen zu rekonstruieren. Und dann können wir sozusagen rausfinden, wie viel Verkippung haben wir, wie viel Fokus haben wir, wie viel Astigmatismus. Wir können das alles aufaddieren und dann wissen wir genau, wie wir den verformbaren Spiegel verformen müssen. Einfach an den Stellen, wo er blau ist, müssen wir drücken. An den Stellen, wo der verformbare Spiegel rot ist, müssen wir ziehen. Und das zeige ich jetzt hier. Das ist jetzt so ein Bild, so ein verformbarer Spiegel von der Seite aufgeschnitten. Sie müssen sich denken, die Oberfläche ist die verspiegelte Seite. Die ist jetzt hier nur eingefärbt, um zu zeigen, welche Teile gezogen werden, welche Teile gedrückt werden. Und unten an der Oberfläche vom Spiegel sind so kleine Stempel angebracht und die können jetzt drücken und ziehen und die Oberfläche vom Spiegel ändern. Und da gibt es auch eine kleine Animation, die Sie hier sehen. Das ist ein silberner Spiegel. Sie sehen, die Oberfläche ist ein bisschen verzerrt. Und jetzt sehen Sie, wie diese Stempel arbeiten und die Oberfläche wirklich ändern können. Und damit eben so versuchen können, eine verbogene Wellenfront wieder gerade zu biegen. Und jetzt schauen wir uns nochmal kurz so ein ganzes AO-System in der Arbeit an.
Hier ist wiederum der verformbare Spiegel. Sie sehen, da kommt das Licht von links rein. Die Wellenfront schaut aus wie so ein bisschen ja, Kartoffelchip, der verbogen ist. Und nachdem die Wellenfront dann auf den Spiegel getroffen ist, geht sie nach unten weiter. Und Sie sehen, dies ist jetzt gerade gebogen. Hier sehen Sie erstmal ein Teleskop. Das ist von unseren Kollegen vom Gemini-Teleskop. Am Anfang der Nacht wird die Kuppel geöffnet. Das Teleskop schaut eben ins Freie. Jetzt wird hier für die Animation die Kuppel entfernt. Die ist natürlich in der Realität, bleibt die weiter da. Das Teleskop richtet sich jetzt auf einen Stern aus. Das Licht kommt von dem Stern, trifft dann zuerst auf den Hauptspiegel, einen 8-Meter-Spiegel, wird dann auf den Sekundärspiegel reflektiert und geht dann durch ein Loch im Hauptspiegel in unser Instrument rein. Und das ist jetzt ein System zur adaptiven Optik und die wissenschaftliche Kamera. Sehen Sie jetzt, das Licht kommt jetzt gleich, trifft dann hier auf den verformbaren Spiegel, hier auf den Strahlteiler. Das rote Licht geht zum wissenschaftlichen Instrument und das blaue Licht in dem Fall zu unserem Wellenfrontsensor. Und der Wellenfrontsensor arbeitet jetzt noch nicht. Jetzt sehen Sie also hier das verbogene, die verbogenen Lichtfronten einfallen. Wenn noch nicht korrigiert und jetzt wird der Spiegel eingeschaltet. Jetzt sehen Sie, wie sich die Oberfläche ändert und wie das Licht praktisch korrigiert wird. Und dann haben wir auf unserer Kamera, wenn das dort eintrifft, dann plötzlich ein scharfes Bild und nicht mehr diese Hunderten von Abbildern von dem Stern. Dass das jetzt auch in der Realität funktioniert, da zeige ich Ihnen jetzt noch ein paar Beispiele. Das Bild kennen Sie ja schon von der Ankündigung. Das zeigt eine Region auf dem Mond. Im linken Drittel von dem Bild sehen Sie, wie das aussehen würde ohne adaptive Optik, wenn wir das mit beobachten würden. Und in den rechten zwei Dritteln sind es jetzt eine Aufnahme, die wir wirklich mit dem 8-Meter-Teleskop der ESO und einem Instrument namens NARCO gemacht haben mit adaptiver Optik. Und Sie sehen, dass man da doch sehr viele Details erkennen kann. Also man kann da diesen großen Grabenbruch erkennen, der das quer durchs Bild leuchtet und viele Krater, größere und kleinere Krater. Wir können das jetzt auch mal mit Aufnahmen von einem Satelliten vergleichen. Da ist jetzt auf der linken Seite das Bild mit adaptiver Optik, auf der rechten Seite Aufnahmen von dem Lunar Reconnaissance Orbiter in Mondumlaufbahn. Der ist so in Abständen zwischen 50 und 200 Kilometer, umkreist der den Mond seit ja über 10 Jahren. Und Sie können sehen, beide Aufnahmen sind fast beim gleichen Sonnenstand aufgenommen. Das ist sehr wichtig, wenn man Mondaufnahmen macht, weil der Mond ja keine Atmosphäre hat. Das heißt, man hat sehr scharfe Helligkeitsunterschiede zwischen Schatten und der beleuchteten Seite. Zum Beispiel auch mit dem Grund, warum die Apollo-Landungen immer praktisch nur alle 4 Wochen stattfinden konnten, weil die sehr davon abhingen, dass die Landeplätze genau optimal ausgeleuchtet waren, damit die eben erkennen konnten, ob da irgendeine gefährliche Stelle ist, ein großer Steinbrocken oder ein Krater oder so. Ja, wenn Sie die Bilder vergleichen, sehen Sie, dass da eigentlich ja alle Strukturen wir wiedererkennen können, also diesen Grabenbruch, viele von den kleineren und größeren Kratern. Sie könnten jetzt auch überlegen zu vergleichen, das eine Bild ist von 2002, das andere ist relativ neu, ob da noch Krater hinzugekommen sind. Allerdings sind wir selbst mit der adaptiven Optik und dem 8-Meter-Teleskop doch hier bei dem Bild auf eine Auflösung von etwa 100 Metern pro Pixel begrenzt. Das heißt, müsste also schon ein relativ großer Krater sein, um das zu erkennen. Und das liegt einfach daran, ja, dass der Mond natürlich trotzdem fast 400.000 Kilometer entfernt ist und das auch ja, Aufnahmen sind, die wir im Infraroten gemacht haben. Trotzdem ist die Auflösung ungefähr ein Faktor 1000 besser, als was Sie so mit einem bloßen Auge auflösen könnten. Also ist schon ganz beeindruckend, was da möglich ist. Ich zeige Ihnen hier noch ein Beispiel von Exoplaneten. Da geht es um den Stern HR8799. Das ist ein junger Stern, sogenannter A-Stern. Der ist ein bisschen massereicher als unsere Sonne, 1,7 mal die Masse unserer Sonne und eine Entfernung von 130 Lichtjahren. Wenn wir in der Astronomie jung sagen, dann bedeutet es in dem Fall, dass er einige 10 Millionen Jahre alt ist, was ja im Vergleich zu unserer Sonne zum Beispiel, die ja über 4 Milliarden Jahre alt ist, jung ist. Und der Stern wird von 4 Gasplaneten umlaufen. Und das ist jetzt ein kleiner Film, der zeigt Beobachtungen von 2009 bis 2016, so über 7 Jahre, was da mit adaptiver Optik gewonnen wurde. Und da sehen Sie wirklich, dass wir jetzt hier ein fremdes Sternensystem, Planetensystem beobachten können und sehen wirklich, wie sehen auch im Zentrumbereich um den Stern, da haben wir so eine schwarze Maske reingesetzt und Sie sehen da auch noch solche Speckels. Das liegt einfach daran, dass die adaptiven Optiksysteme immer noch nicht perfekt sind. Und wir arbeiten da zurzeit auch daran, noch bessere Systeme zu bauen, auch für die neuen Großteleskope, um dann auch noch näher an solchen Sternen beobachten zu können, zu sehen, ob es da noch weitere Planeten gibt.
Ja, und das letzte Beispiel, auf das ich eingehen möchte, ist das massereiche schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Massereich heißt in dem Fall ein schwarzes Loch mit mehr als 4 Millionen Sonnenmassen. Da haben Sie sicher auch in den letzten Jahren viel davon gehört, über schwarze Löcher allgemein und über dieses Besondere, weil es da viele interessante Ergebnisse gab. Ich kann jetzt nur ganz kurz auf 4 Folien ein bisschen Ihnen was erzählen in Bezug vor allem auf die adaptive Optik. Die Aufnahme, die Sie im Hintergrund sehen, das ist eine Aufnahme vom Paranal. Die haben wir aufgenommen nachts, vor 5 Jahren. Und es war der Zeitpunkt vom sogenannten First Light. Wir haben zusammen mit Kollegen, mit einem großen Konsortium, ein Instrument gebaut für das Very Large Telescope der ESO. Das Instrument heißt Gravity. Und es besteht aus einem Beam-Combiner und 4 Systemen zur adaptiven Optik. Und am 21. September 2016 hatten wir das sogenannte First Light. Das war zum ersten Mal, dass wir da wirklich alle Komponenten installiert hatten, in der Nacht die Teleskope hatten, die geöffnet hatten, aufs galaktische Zentrum gerichtet haben und dann angefangen haben zu beobachten. Und was Sie jetzt hier schön sehen können, ist ja Bereich Zentrum unserer Milchstraße. Sie sehen aber auch da dieses dunkle Band. Und das ist eine Staubschicht in der galaktischen Ebene. Und das bedeutet, im Optischen können wir eigentlich das Zentrum unserer Milchstraße gar nicht sehen. Da wird das Licht wirklich sehr stark, praktisch von Staub geschluckt. Das heißt, wir müssen im Infraroten beobachten. Aber der Pfeil deutet so ungefähr die Richtung an, in der das galaktische Zentrum liegt. Und bevor wir jetzt gleich in den Kontrollraum gehen, wie gesagt, noch kurz 2 Worte zu dem Instrument. Das Very Large Telescope der ESO hat ja 4 identische 8-Meter-Teleskope und einer der Gründe dafür, 4 identische Teleskope auf dem Paranal zu bauen, war, dass man die zusammenschalten kann zu einem sogenannten Interferometer und damit ein virtuelles 100-Meter-Teleskop hat. Und das können Sie jetzt hier sehr schön sehen, die 4 Teleskope. Und dann sehen Sie hier diese Gänge. Das sind die Lichtwege, wo dann die Lichtstrahlen kombiniert werden können. Und wie gesagt, für dieses Gravity-Konsortium-Instrument haben wir 2 Hauptinstrumente gebaut, als Beam-Combiner-Instrument, dass das Licht wirklich zusammenführt, und die QD-Infrarot-Adaptive Optik, die wir CHAO nennen, 4 Systeme zur infraroten adaptiven Optik, die an jedem dieser 8-Meter-Teleskope installiert wurden. Und um so ein bisschen Größenabschätzung zu geben, zeige ich hier die Instrumente. Also die sind alle so knapp 2 Meter groß, 2 Meter tief und 1,5 Meter breit. Das sind recht komplexe Instrumente mit komplexen Optiken, Detektoren und so weiter. Und wie gesagt, man braucht für die adaptive Optik auch Echtzeitcomputer und jetzt seit 5 Jahren am Paranal im Betrieb. Ich zeige hier nur kurz einen Blick auf das Konsortium. Das Konsortium hat ungefähr 10 Jahre gebraucht von der ersten Idee, bis das Instrument dann soweit war, dass es am Paranal war. Sie sehen hier, dass eine Vielzahl von Ingenieuren und Wissenschaftlern an so einem Projekt beteiligt über die Jahre und auch viele Institute aus unterschiedlichen Ländern. Die Leitung ist das Max-Planck-Institut für Extraterrestrik in Garching. Dann wir vom MPA in Heidelberg sind beteiligt und die Universität zu Köln. Dann unsere französischen Kollegen in Paris und Grenoble, portugiesische Kollegen in Porto und natürlich die europäische Südsternwarte. Wir haben jetzt über die letzten 5 Jahre viel beobachtet. Und jetzt zeige ich aber nur mal den Blick in den Kontrollraum. Das war jetzt wirklich dieses First Light. Das sehen Sie auf der linken Seite. Eine Aufnahme, die hatte ich damals mit dem Handy gemacht. Von daher ist die ein kleines bisschen am Anfang verwackelt. Das war einfach die Aufregung. Hier sehen Sie jetzt Bilder. Und zwar sehen Sie, jedes der Teleskope hat die gleiche Region im galaktischen Zentrum angeschaut und sehen jetzt die 4 Bilder übereinander. Und Sie sehen jetzt das 2. Bild von oben. Da hat das Teleskop schon die adaptive Optik, die läuft schon. Im Bild drüber sehen Sie, das ist noch völlig verwaschen. Und jetzt, wenn ich den Film starte, sehen Sie dann, wie die anderen Teleskope so langsam versuchen, auch die adaptive Optik in Gang zu nehmen. Sehen Sie, das 2. Teleskop von unten hat jetzt auch das Bild und hat jetzt gerade die adaptive Optik an. Und jetzt schauen Sie mal unten auf das Bild, da sehen Sie, es wird jetzt auch plötzlich scharf. Das heißt, 3 von den Teleskopen haben jetzt schon die adaptive Optik am Laufen. Und zum Vergleich sehen Sie jetzt noch ganz oben das Teleskop, da haben wir am längsten gebraucht, wie das Bild ohne adaptive Optik ausschaut. Sehen also, ohne adaptive Optik ist es sehr verwaschen. Wenn Sie es mit der adaptiven Optik anschauen, da können Sie es doch sehr viele Sterne sehen, auch diese schwächeren Sterne recht gut erkennen.
sehen aber auch, selbst mit der adaptiven Optik ist das Bild nicht 100% konstant, sondern es variiert immer noch. Auf der rechten Seite zeige ich jetzt ein Bild, das ist jetzt eine Zeitrafferaufnahme, die wir wirklich aufgenommen haben mit unserem Teleskop, mit dem Instrument. Das sind ungefähr 1,5 Stunden, die da in der Zeitraffer zusammengefasst sind. Der hellste Stern, den Sie da sehen, den nennen wir S2. Und das ist ein Stern, der hat sich da Ende 2016 dem Galaktischen Zentrum angenähert, ist dann vor 2,5 Jahren recht nah am Galaktischen Zentrum vorbeigelaufen. Und jetzt schauen Sie, wenn Sie sich das Bild anschauen, schauen Sie ein bisschen links unterhalb von dem hellen Stern. Ich weiß nicht, ob Sie es sehen können, aber da sollte so ein bisschen was zu kurz aufflackern. Und das ist die Region, wirklich unser galaktisches Zentrum, das Schwarze Loch. Und es hat die Eigenschaft, dass da ab und zu gibt es so Lichtausbrüche. Und da hatten wir das Glück, schon in der ersten Nacht, wo wir beobachtet haben, diese 1,5 Stunden, dass wir da so einen Lichtausbruch sahen. Die Natur von den Lichtausbrüchen ist immer noch nicht ganz klar. Da gibt es verschiedene Ideen. Und das ist ja Thema für andere Vorträge. Wir haben, wie gesagt, jetzt seit 5 Jahren praktisch jedes Jahr das Galaktische Zentrum beobachtet. Im letzten Jahr konnten wir allerdings auch nur im März beobachten und dann war auch der Paranal geschlossen. Trotzdem gab es im letzten Jahr ja für uns alle ein sehr freudiges Ereignis, als nämlich der Nobelpreis für Physik 2020 bekannt gegeben wurde. Der wurde für Arbeiten zu schwarzen Löchern bekannt gegeben. Und er wurde verliehen zum einen an Roger Penrose für theoretische Grundlagen zur Bildung schwarzer Löcher und dann zur anderen Hälfte an Andrea Ghez, die eine Gruppe in den USA, in Los Angeles, University of California at LA, leitet, die mit dem Keck-Teleskop vor allem unser galaktisches Zentrum untersucht und an Reinhard Genzel, der eben ja die europäische Gruppe leitet und eben praktisch ja auch das Gravity-Instrument mit in die Wege gebracht hat. Und diese beiden Gruppen haben den Nobelpreis bekommen für den Nachweis eines supermassiven kompakten Objekts im Zentrum unserer Milchstraße. Also der Nachweis, dass da wirklich ein kompaktes Objekt ist mit 4 Millionen Sonnenmassen und es ist so kompakt, dass es eigentlich nur ein schwarzes Loch sein kann. Ja, und die adaptive Optik ist wirklich die Schlüsseltechnologie, die über die letzten 20 Jahre diese Beobachtungen vom Galaktischen Zentrum auch wirklich möglich gemacht hat. Wie Interferometrie funktioniert, schwarze Löcher, das ist ja Thema für andere Vorträge. Ich bin jetzt schon über meine Zeit. Ich mache hier nur kurz Hinweis auf einen Vortrag, den ich vor ja, knapp 2 Jahren in Göttingen gehalten habe. Da können Sie noch mehr über massereiche Löcher erfahren. Und ja, damit bin ich auch fertig. Bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bevor wir zu den Fragen kommen, möchte ich noch auf den nächsten Vortrag hinweisen. Der ist nächsten Dienstag, 24. August, wieder um 19 Uhr. Das Thema ist diesmal Gold und Silber im Universum. Und die Sprecherin ist Camilla Juhl Hansen von der TU Darmstadt. Und dann schauen wir mal die Fragen an. Die Frage ist, diese Korrekturen müssen doch bestimmt in einer Art Reinraum stattfinden. Es darf wohl kein Stäubchen dabei im Weg sein. Ist das so? Ja, das ist teilweise so. Die Teleskope sind natürlich offen und wir sind in der Atacama-Wüste und da ist es natürlich auch windig. Das heißt, es gibt da auch Staub, der unterwegs ist. Die Instrumente selber sind aber so, dass wir Detektoren haben, die wir kühlen müssen, größtenteils mit flüssigem Stickstoff. Und damit wir die Instrumente kühl halten können, sind in so einer Art Thermoskanne, das nennt sich Dua und es hat ein Eintrittsfenster. Das heißt, die einzelnen Instrumente selber sind wirklich im Vakuum gekühlt und was wir dann eigentlich nur sauber halten müssen, ist das Eintrittsfenster. Das VLTI selber besteht aber aus ja ungefähr 30 Spiegeln und diese Spiegel, die sind alle der Luft ausgesetzt. Und deshalb müssen die auch regelmäßig ja gesäubert werden, weil sich da eben dann doch Staub ansetzt. Eine zweite Frage ist, der Wellenfrontsensor ein optischer Einschub ähnlich wie ein Off-Axis-Guider oder wie kommt man das eigentlich gewollte Licht gleichzeitig mit den Kontrollbildern? Ja, das ist auch eine gute Frage. Da gibt es praktisch 2 Möglichkeiten. Das eine, was ich gezeigt habe, ist, dass man so eine Art ja, Strahlteiler hat, dass man das optische Licht abzweigt und dann mit dem infraroten Licht die Wissenschaft macht. Beim Galaktischen Zentrum haben wir natürlich das Problem, dass wir im Optischen gar nichts sehen.
Es gibt aber zum Glück, da die Natur vorgesorgt, ganz in der Nähe vom galaktischen Zentrum, nur 6 Bogensekunden weg, also das ist wirklich sehr nah, einen relativ hellen Stern. Das ist so ein Überriese. Und wir haben jetzt da praktisch, einfach, dass wir uns das Bild anschauen, wenn das in den QD-Raum vom Teleskop kommt und dann das Licht von diesem hellen Stern in die adaptive Optik leiten und das Licht vom galaktischen Zentrum geht dann direkt ins Interferometer. Und da diese beiden Objekte so nah beieinander sind, dieser helle Stern und das galaktische Zentrum, ist die Störung durch unsere Atmosphäre fast die gleiche. Das heißt, wir steuern mit diesem hellen Stern die adaptive Optik und damit ist dann auch das Bild für das Interferometer korrigiert. Wie stark ist die Leistung der Echtzeitcomputer? Ja, das ist schwer zu sagen. Es kommt eigentlich ja wirklich darauf an, dass die sehr schnell rechnen. Es hängt davon ab, wie gut die adaptive Optik ist. Die ersten adaptiven Optiksysteme hatten so relativ einfache Wellenfrontsensoren. Die hatten vielleicht 6x6 Mikrolinsen. Da musste man dann eine Matrize draus erzeugen, musste die Matrize invertieren. Und es lief auch nur so alle 100 Sekunden, so ein Zyklus. Das war vor 25 Jahren. Damals waren aber die Computer, die man kaufen konnte, eigentlich größtenteils noch zu langsam, um das machen zu können. Da wurden unsere spezielle Signalprozessoren programmiert. In der Zwischenzeit für das System, was wir da haben, da können wir so Computer von der Stange verwenden, jetzt für diese infrarotadaptive Optik. Das sind sogar Power-PC-Prozessoren, die relativ alt sind, also Generationen, die eigentlich so vor 10 Jahren aktuell waren. In Mega-Giga-Flops kann ich das jetzt nicht so direkt ausdrücken. Für das ILT, was zurzeit gebaut wird, brauchen wir auf jeden Fall Computer und da wird zurzeit überlegt, ob man da ja mehrere Hochleistungsprozessoren, so eine Art Xenon-Prozessoren verwenden kann oder ob man da FPGAs braucht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber im Prinzip kann man das heutzutage von der Stange kaufen. Man braucht also nicht ein Supercomputersystem, aber man braucht einen Computer vor Ort, weil die Rechnung, die Korrektur ja innerhalb von einer tausendstel Sekunde passieren muss. Also man muss das wirklich auf dem Berg im Observatorium installieren und sicherstellen, dass das sehr schnell läuft. Wie dick ist der Teleskopspiegel vom VLT? Ja, das ist auch eine gute Frage. Früher waren die Teleskopspiegel ja so dick, dass sie ihre Form beibehalten konnten. Das konnte man für die großen Teleskope, konnte man sich eigentlich gar nicht mehr leisten. Der Spiegel vom VLT, der hat etwas, das nennt sich aktive Optik. Das heißt, der Spiegel ist eigentlich so dünn, dass er seine Form nicht halten kann und hat auch ähnlich wie der verformbare Spiegel für die adaptive Optik, hat er Stempel hinten dran, die drücken und ziehen können. Und der eigentliche Spiegel ist, glaube ich, bin jetzt nicht ganz sicher, ist so zwischen 5 und 10 Zentimeter Dicke. Ich glaube, es sind 10 Zentimeter Dicke und ja, über 8 Meter Durchmesser. Da muss man natürlich dann auch beim Transport sehr genau aufpassen, weil das wirklich eine sehr zerbrechliche Angelegenheit ist. Aber das erlaubt dann eben auch den Spiegel in der richtigen Form zu halten, wenn das Teleskop ja sich bewegt und wenn sich die Temperaturen ändern. Wird es künftig mit schnelleren Computern möglich sein, die Auflösung noch zu verbessern? Ja, also das sehen wir jetzt. Es gibt also neue Systeme. Es gibt ein Instrument, das nennt sich Sphere, das speziell Exoplaneten untersucht, auch am Very Large Teleskop der ESO. Das läuft mit doppelt so schnell wie unser System, was wir da für das Interferometer verwenden. Und die Kollegen auf dem Mauna Kea, die haben jetzt ein System, das läuft mit 3 Kilohertz. Das Problem ist aber, sie sind dadurch auch an immer hellere Sterne begrenzt. Sie müssen ja praktisch in dieser, wenn sie da praktisch 0,3 Millisekunden überlichten, müssen sie genügend Licht sammeln, um zu sehen, wo in diesen vielen Einzelteleskopen der Stern ist. Und wenn sie dann viele Einzelteleskope haben, in der Zwischenzeit hat man da viele Tausende von denen und dann weniger als eine Millisekunde belichtet, dann fängt man sehr schnell an, dass man nur die hellsten Sterne beobachten kann. Wie viele Stempel verbiegen den Spiegel? Ja, meistens hat man ungefähr so viele Stempel, wie man Mikrolinsen hat. Die ersten Systeme zur adaptiven Optik, die ESO eingesetzt hat, die hatten so, ja, wie ich gesagt habe, so um die 30, 40 Linsen und Stempel. Naus Konica, das war das System, mit dem wir die Bilder da vom Mond aufgenommen hatten. Das hatte so ungefähr 150 Stempel. Das Instrument Sphere, das ich erwähnt habe, mit dem jetzt viele Exoplaneten beobachtet werden, das hat dann schon über Tausende von diesen Stempeln. Was verursacht den größten noch verbleibenden Fehler bei der adaptiven Optik?
Ja, also es gibt da verschiedene Fehler. Ein Problem ist, ja, Sie können nur das Bild wirklich genau korrigieren für den einen Stern. Wenn Sie weiter wegschauen, ist die Korrektur nicht mehr so gut. Da gibt es andere Systeme, die versuchen, mehrere Sterne über ein Bild anzuschauen, um das zu korrigieren. Die sind aber natürlich dann komplizierter, weil man da mehr Sterne braucht. Was wir jetzt mit dem Sphere-Instrument sehen bei Exoplaneten, was wirklich sehr bedenklich für uns ist, sind die sogenannten Jetstreams. Das haben Sie jetzt vielleicht auch in den Nachrichten mitbekommen. Das sind ja, Strömungen in der Atmosphäre auf der Höhe, wo normalerweise Jets fliegen, 10, 12 Kilometer Höhe, die sich mit bis zu einigen 100 Kilometern pro Stunde bewegen und die eben auch ja das Bild, was die adaptive Optik versucht zu korrigieren, stören. Und wir sehen, dass diese Störungen so schnell über den Spiegel wandern, dass wir das selbst, wenn wir eine adaptive Optik haben, die wir mit einem Kilohertz betreiben, dass wir das nicht mehr korrigieren können. Das heißt, dass wir schnellere und schnellere Systeme brauchen. Ein anderes System passiert auf der Ebene, wo wir wirklich am Teleskop sind, dass wir wirklich, ja, das Teleskop in der Zwischenzeit sehr groß wird. Das ILT wird ja 40 Meter Spiegel haben. Und wenn das jetzt irgendwo hinschaut, dann hat der untere Rand vom Spiegel ist in einer wärmeren Luftschicht als der obere Rand vom Spiegel. Und das heißt, man hat da schon mal ja eine Luftschichtung über den Hauptspiegel. Und das ist auch ein Problem, wo wir versuchen zurzeit dran zu arbeiten, dass man da eventuell auch aktiv heizen muss oder noch versuchen muss, das irgendwie zu korrigieren. Was genau misst der Sensor? Nur der verschobene Helligkeitsschwerpunkt pro Bildbereich, der dann wieder in der Mitte korrigiert wird, oder ist es komplizierter? Ja, also es gibt verschiedene Sensoren. Ich habe jetzt nur diesen sogenannten Chekhov-Hartmann-Sensor erwähnt und der macht wirklich genau das. Der schaut wirklich nur, wo ist der helle Punkt und wie weit ist der gegen das Zentrum verschoben und bestimmt praktisch nur diese Abweichung und bestimmt daraus die Korrektur. Also es ist eigentlich ein sehr einfaches System und funktioniert im Prinzip auch. Also wir haben das ausprobiert. Wenn man mindestens 5 Photonen nachweist auf dem Detektor pro kleinem Teleskop, reicht es aus, um die Korrektur zu berechnen. Gibt aber, wie gesagt, ja, kompliziertere Sensoren, die machen dann anderes. Die schauen sich die Pupille von dem Teleskop an oder schauen sich sogar die Pupille defokussiert davor und dahinter an. Und da wird es dann ein bisschen komplexer. Wie viele Nanomikrometer wird verbogen? Ja, es hängt etwas von der Beobachtungswellenlänge ab. Was wir gerne machen würden, das ist, was Weltraumteleskope haben, die haben sogenannte beugungsbegrenzte Bilder. Das sind also Bilder, die maximale Auflösung haben, die möglich sind für einen Spiegel von dem Durchmesser. Und damit müssen wir das Licht normalerweise ungefähr auf ein Zehntel bis ein Zwanzigstel der Wellenlänge, bei der wir beobachten, korrigieren. Wenn wir jetzt im Optischen beobachten, ja, Rot, das ist so bei 300, Entschuldigung, bei 600, ja, 40 Nanometer, 660 Nanometer. Zehntel davon sind dann ja 60, 70 Nanometer. Also das ist schon ein sehr, sehr kleiner Bereich. Wenn wir Infraroten beobachten bei 2 Mikrometer, dann müssen wir so auf ungefähr ja 200 Nanometer genau korrigieren. Und die Spiegel, die wir haben, die haben dann teilweise, was die Atmosphäre macht, das ist teilweise deutlich mehr. Die können sich dann typischerweise um einige 100 Mikrometer, diese Spiegel, bis sogar im Bereich Millimeter bewegen. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie groß der Spiegel ist. Ob wir einen kompakten Spiegel nehmen oder wir haben teilweise auch adaptive Sekundärspiegel, die dann bis zu fast 2 Meter Durchmesser haben. Die können sich natürlich dann im Millimeterbereich bewegen. Gut, ich sehe, es gibt keine weiteren Fragen. Dann möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und die Fragen bedanken. Sie nochmal an den Vortrag erinnern, nächsten Dienstag. Und wenn Ihnen das gefallen hat, möchte ich Sie auch bitten, auf YouTube den Kanal des Haus der Astronomie zu subscriben, damit Sie auch in Zukunft regelmäßig dann die Erinnerung erhalten an die nächsten Vorträge. Vielen Dank und noch einen schönen Abend.